Rita Süssmuth, Sie waren 1991 Bundestagspräsidentin. Was wurde denn am 19. Juni 91, dem Abend vor der großen Hauptstadtdebatte, im Ältestenrat verhandelt? Es wurde verhandelt, wie wir morgen besser entscheiden könnten mit weniger Anträgen, wie wir einen Kompromiss finden könnten in dieser lebenswichtigen Frage. Denn es war jetzt wochenlang erlebt worden, wie heftig das Engagement für Berlin, für Bonn verlief. Und man suchte nach geeigneten Kompromissen. Wie sind denn die, sagen wir mal, Kontrahenten an dem Abend aufgetreten? Wie war die Stimmung? Also es war keine polemische Stimmung. Natürlich harte Sachargumente. Das finde ich auch gehört zu einer leidenschaftlichen Debatte. Aber es war nicht der Augenblick, wo ein Teil von seinen Anträgen Abstand nahm, sondern die Überzeugungen wurden auch zum Ausdruck gebracht. Das hat sich auch am nächsten Tag gezeigt. Nur Gysi hat seinen Berlin-Antrag zurückgenommen. Frau Süssmuth, ein Kompromiss, war der überhaupt möglich in dieser Frage? Das war für die Bonner bei allen Ausgleichsmaßnahmen ein Problem. Das ist doch naheliegend. Also für mich war es auch ein Problem. Mit den Erfahrungen, die ich in Bonn gemacht habe, war ich eine überzeugte Bonnerin. Aber gleichzeitig auch als Präsidentin kann ich nicht sagen, was ich möchte, sondern was mehrheitlich entschieden ist. Und das haben auch alle mitzutragen. Das Innere und das Äußere ist da oft mal dann verdrängt. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir sehen, hier ist leidenschaftlich gerungen worden. Es gab ja auch so Vorschläge, die Bundesregierung bleibt hier und der Bundestag geht nach Berlin. Dem hätte ich nicht folgen können. Und so hatte jeder seine Überzeugung und diejenigen, die insbesondere für Bonn sich engagierten, hatten viele Argumente, gute Argumente auch, aber auch die Berliner. Ich nenne die Berliner Argumente, ihr habt das 49 versprochen, hörten wir auch von den Altparlamentariern und unserem Außenminister Genscher, aber wir hörten es auch von Weizsäcker. Also die Erinnerung, da habt ihr was versprochen. Die Mahnung, der Osten hat sich so weit bewegt, jetzt bewegt ihr euch auch mal etwas. Lasst euch auf Neues ein und beharrt nicht nur auf das, was ihr mitbringt. Auch die Frage, die war schon dann kniffliger. In Zukunft denken wir weiter, als wir in Bonn gedacht haben. Das habe ich nun nicht finden können. Aber all diese Argumente sind gefallen.